der Osten des Kongo. Sanfte Hügel und saftige grüne Wälder. Auf den ersten Blick wie ein Traum. Doch das Leben hier in dieser scheinbaren Idylle ist für viele Menschen ein Albtraum. Die Situation hier im Osten des Kongo ist nicht gut. Die Menschen in den Dörfern leben von Landwirtschaft und Bergbau. Aber viele können nicht mehr auf ihre Felder gehen, denn da gibt es Rebellengruppen, die sie überfallen, entführen oder vergewaltigen. Deswegen verlassen viele die abgelegenen Dörfer und kommen in die Orte an den größeren Straßen, weil sie sich dort sicherer fühlen. Viele der Frauen aus den Dörfern sind doppelte Opfer. Sie werden von den Rebellen erniedrigt und vergewaltigt. Und wenn sie überleben, werden sie meist von den eigenen Familien und Dorfbewohnern verachtet oder gar verstoßen. Vor allem, wenn sie nach der Vergewaltigung schwanger werden. Wenn sie schwanger zurückkommen, kommt eine Abtreibung für die allermeisten nicht in Frage. Schon allein, weil das in unserer Kultur eine schwere Sünde ist. Aber auch wenn wir im Dorf versuchen klarzumachen, dass das ungeborene Kind gar nichts dafür kann, dass es unschuldig ist, dass es sich diese Situation nicht ausgesucht hat. Viele in unserer Gesellschaft glauben trotzdem, dass so ein Kind die Frucht der Rebellen ist. Und die Angst geht um, das Baby könnte wieder Vater werden. Viele sagen sogar, solche Kinder sind wie Bomben. Those children born from rape are like bombs. Therese Mema und ihre Mitarbeiter machen auch den Frauen klar, dass sie und die Kinder nicht verantwortlich sind für das Schreckliche, das geschehen ist. In den Traumazentren von Therese Mema und Justice and Peace erhalten die Frauen psychologische Hilfe und weitere Unterstützung. Die regelmäßigen Kontakte zu den Familien sind auch ein wichtiger Ansporn für die Helfer. Wenn wir sehen, wie Menschen, denen wir helfen, sich positiv entwickeln, dann gibt das Kraft, mit unserer Arbeit weiterzumachen. Die Traumazentren wurden mit Spenden aus Deutschland von Missio aufgebaut. Für Therese Mema ist diese Hilfe ebenso wichtig wie die Bekämpfung der Ursachen des Konflikts. Denn Rebellen erobern gezielt jene Gebiete, wo Gold und Koltan zu finden sind. Jene sogenannten Blutmineralien, die für die Herstellung von Handys verwendet werden. Darum unterstützt Therese Mima die Missio-Aktion Saubere Handys. Diese Zusammenarbeit ist für Therese eine große Hilfe. Sie weiß, sie ist nicht alleine. Wir haben immer nur unsere Arbeit gemacht und gedacht, es bringt nicht viel. Aber wenn Menschen aus Europa kommen, uns unterstützen und sagen, wir machen einen guten Job, dann gibt uns das ganz viel Kraft, weiterzumachen. Kraft? Die schöpft Therese auch aus ihrer eigenen Familie, aus dem Leben mit ihrem Mann und den drei Kindern. Mein Mann ist meine große Stütze. Er macht mir immer wieder Mut. Und oft komme ich völlig ermattet nach Hause, dann kümmert er sich um die Kinder und den Haushalt und macht das Essen. Er ist wirklich ein guter Partner. Auch der Glaube spielt eine große Rolle im Leben von Therese Mima. Wir sind Christen und glauben, dass alles von Gott kommt. Wir lesen oft in der Bibel, auch mit den traumatisierten Frauen, denn wir sehen, vieles, was in der Bibel steht, finden wir auch heute in unserem Leben. Und wenn eine Frau am Boden zerstört ist, dann zeigen wir ihr, schau, auch die Frau in der Bibel war am Boden. Doch Gott gab ihr die Kraft, wieder aufzustehen. Therese Mima, eine starke Frau aus dem Kongo, die jetzt für ihre beispielhafte Arbeit ausgezeichnet wird. Mit dem Shalom-Preis für Gerechtigkeit und Frieden. Musik